Hallo, ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney Part 99. Und hiermit auch wirklich der letzte Part. Ich mache jetzt den noch zu Ende, dann können wir nämlich morgen richtig dann vollkommen gleich den perfekten Part aufnehmen, was wir wollen. Wenn dem so ist, war das Messer, das die Zeugin sah, aller Wahrscheinlichkeit nach die Trophäe. Ruhe, Ruhe. Neemarsch bekam an jenem Tag die Trophäe König der Staatsanwälte verliehen. Dabei handelt es sich um eine zerbrochene Schild und ein zerbrochenes Messer. Als er Joe Dark verfolgt, zog er dieses Messer. Als Staatsanwalt trug er keine Pistole. Das zerbrochene Messer war in der Situation seine einzige Waffe. Einspruch. Aber das kann nicht sein. Oh, und warum nicht, Herr Edgeworth? Wenn die Trophäe König der Staatsanwälte dieses Messer die Mordwaffe war, dann wäre Mörder und Opfer vertauscht gewesen. Was meinen Sie damit? Ich meine, dieser Mann, der das Messer hochhielt, wäre dann Staatsanwalt Neil Marshall gewesen. Oh. Okay, aber es war der Staatsanwalt, der starb. Das ist wahr. Was geht hier vor? Warten Sie, ich erinnere mich. Ich erinnere mich jetzt. Zeugin? Herr Edgeworth? Was ist? Können Sie mir nochmal Ihre Beweisliste zeigen? Seine Liste, die mit dem Bild auf der Rückseite? Ich kannte es. Dieses Bild. Ich habe es gemalt. Was? Du hast das gemalt? Das ist richtig. Das ist richtig. Die Liste war noch nicht in zwei Teile zerrissen, als ich das Bild malte. Zeit überhaupt ich versucht alles zu vergessen. Ich musste dieser Teil tief in mir begraben haben. Okay, vielleicht wäre es am besten, das Ganze der Zeugenaussage hinzuzufügen. Würdest du uns bitte erzählen, woran du dich erinnerst, Frau Sky? Ja, euer Herrn. Zuerst die Verwechslung mit dem Messer und jetzt der Blue Badger. Ohne Witz, eins kann ich echt sagen, das ist echt eine echte hinterhältige Aktion, was sie gerade dabei gebracht haben, und echt eine miese hinterhältige Sache, weil es hieß nämlich, die Frau Star sollte als erste Aussage dran, aber da ist ja aber Emma. Also das ist schon eine gemeine hinterhältige Falle irgendwie ein bisschen damit. Deswegen war nämlich eine kleine hinterhältige Falle damit, was da so war. Das wird interessant. So. Emmas Erinnerung. Komm schon, hau rein. Als ich sah, wie der Mann sein Messer hob, geriet ich in Panik und rannte auf beide Männer zu. Ich glaube, ich schubste den Mann mit dem Messer weg. Dann gab es
einen weiteren Biss und ich sah den Blue Badger. Er war nicht im Raum, aber ich bin mir sicher, dass ich seine Umrisse sah. Das ist wirklich höchst ungewöhnlich. Einspruch! Wohl eher unmöglich? Der Leiter der Kriminalabteilung hat ihn erst dieses Jahr entworfen. Das bedeutet, es gab ihn vor 2 Jahren gar nicht. Ja gut, die Verteidigung möchte... Moment mal! Stopp, bitte hören Sie auf! Lana, was soll das bedeuten? Bleiben Sie bitte auf der Anklagebank sitzen. Aber das können Sie nicht tun. Ich habe das Verbrechen doch schon gestanden. Warum belassen Sie es nicht einfach dabei? Generalstaatsanwältin Sky. Wir sind schon so weit gegangen. Es ist zu spät, umkehren. Ruhe. Die Verteidigung beginnt jetzt mit dem Kreuzverhör. Gerichtsdiener, bitte halten Sie die Angeklagte fest. Anscheinend kommen wir endlich zum Kern der Sache. Genau. Emmas Erinnerung. Okay, was wollen die? Was verlangen die von Emmas Erinnerung schon? Die Aussage, ja. Okay. Als ich sah, die... Okay. Moment mal! Schau da. Ja, zumindest glaube ich, dass er es war. Du glaubst es? Ich sah nur seinen Schatten. Nur einen Schatten. Der Stromausfall, der unmittelbar vor dem Vorfall stattfand. Steht auch in dem Bericht der Staatsanwaltschaft. Also dann. Warum solltest du so etwas Gefährliches tun? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Er wollte Herr Marshall erstechen. Sie ist überzeugt davon, dass Doug das Messer hatte. Der Theorie zufolge, die wir gerade durchgespielt haben. War es Herr Marshall, der das Messer hielt? In meinem Augenblick wusste ich das nicht. Wusste ich nicht. Okay. Als dieser Kerl dieser Berg nicht zu Boden warf, hatte ich nur den einen Gedanken. Ich muss Herr Marshall helfen. Ich glaube, ich schubste den Mann mit dem Messer weg. Okay. Ich greife alles auf dich. Was meinst du damit? Du glaubst es. Mm.
Es passiert alles so, alles so schnell und ich stand unter Schock. Ich kann mich nicht mehr so genau an alles erinnern. Was ich tat, das ist alles so verschwommen. Innerhalb weniger Sekunden wurde Frau fast ermordet. Danach beobachtet sie, wie ein Mord begangen wurde. Ein wenig Verwirrung ist da eigentlich nur natürlich. Ich sah, der Mann, jemand an der Stehkurve, ich für Herr Marshall hielt. Ich musste den Mann mit dem Messer aufhalten. Was du getan hast, war sehr mutig, junge Frau. Und was geschah danach? Dann gab es einen weiteren Blitz und ich sah den Blue Badger. Okay, das heißt, wir beenden jetzt hier den Part. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schreibt mir bitte in die Kommentare, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Liked meinen Kanal und alles. Danke. Mm-mm.